Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy X HD Remastered. Mal gucken, wo wir jetzt als nächstes hin müssten. Wir müssten eigentlich zur Donnersteppe, aber wir müssen ja auf die Olle warten, die dem anderen gerade erklärt, dass sie ihn heiraten will. Hätte die nicht so lange überlegt, hätten wir auch sofort weitergekonnt. Aber nein, sie muss ja erst überlegen, ob sie ihn heiratet. Lord Jiskill, please tell me. What can I do to help? Yuna, let's go! They say Seymour went to Macarena Temple. Makalania Temple. I? What I don't get is, why would the Lord Maester head off without a peep to anyone? Maybe he wasn't expecting Yuna's answer so soon. Ah, that's probably it. Also hat die jetzt so lange da drin verbracht und hat ihn gesucht, obwohl er auch Personal ist. Oh, nothing. Das weiß, wo der ist. You're a poor liar. Mein Gott, ist sie dumm. It's true, it's nothing. Come on, let's go. Und endlich können wir zur Donnersteppe. Aber wir gehen vorher speichern. Nee, da lang nicht. Ich glaube, hier unten war schon richtig fürs Speichern. Ich glaube, hier gab es einen Speicherpunkt. Früher auf PSP habe ich immer den Fehler gemacht. Ich habe immer einen neuen Speicherstand erstellt, wenn ich gespeichert habe. Bei jedem Spiel. Da gab es dann hinterher ein paar Speicherstände. Okay, mal abwarten, was uns in der Donnersteppe so erwartet. Wir haben schon einen langen Weg hinter uns. Supposed to cross that. See the lightning rod towers? The lightning is drawn to them, hopefully. Muss ich jetzt echt von Blitzableiter zu Blitzableiter rennen? Not too far from the towers, yeah? Meaning we should avoid wide open areas. I think I forgot something in Guado Salam. Nice knowing you. Was haben die sich bei dieser Kameraperspektive gedacht? Au! Aber ich konnte nichts dagegen tun. Das sah jetzt ein bisschen sehr hart aus, ne? Wie der weggeflogen ist. Okay. Also immer wenn das so flackert, muss ich einmal X drücken. Okay. Oder halt so eine Blitzableiterin. Eine angenehme Reise. Danke. Ich glaube, das zählt als Ausgewichen. Ich drücke einfach die ganze Zeit X. Oi, ein Hinterhalt. Au. Habe ich mich vorher nicht geheilt? Ich meine schon. Und Walker ist tot. Okay. Wieso ist ausgerechnet die jetzt da? Toll. Deswegen habe ich Phönixfedern besorgt. Weil ohne den kommen wir hier irgendwie gar nicht voran, weil die fliegen ja alle. Und die anderen beiden sind zu dumm zum Springen.
I'm back. Nehmen wir erstmal Lulu, weil die kann dieses Vieh, was mit Blitz angreift, angreifen. Ich glaube, Wasser war gut dagegen. Ich meine, mit den Elementen hatten wir schon mal ein Fail. Okay, scheint nicht der Fall zu sein. Wohl am besten Luna. Dann kann die den Dingens zu Glück noch mal ein bisschen heilen. So. Und dann kann der Behinderte angreifen. Hätte auch vorher machen sollen. Hier stinkt alles. Ach, wieso nicht? Kann man auch mal machen. Ich glaube, den haben wir noch gar nicht eingesetzt, seitdem der in unserem Team ist, ne? Der hat mich bisher nie gejuckt. Oder? Haben wir den einmal eingesetzt? Ich glaube, einmal, wenn. Lebt das Vieh immer noch? Ist mit dem Scheißvieh. Aber es heilt uns wenigstens mit Blitz. Von daher ist das egal. Gut, wenn wir das jetzt auf den einsetzen, wäre dumm, ne? Dankeschön. Wieso zur Hölle reiten die nicht einfach alle auf dem Vieh dadurch? Es würden keine Gegner kommen. Die wären zu schnell für Blitze. Oh, ja, mit dem habe ich nicht gerechnet. Mit dem auch nicht. Was ein Scheiß. Okay, ich drücke weiterhin die ganze Zeit A. X. Wow, die sind neu. Yuna, focus. Genau. Ich muss immer genau darauf achten, wen ich da anvisiere, weil ihr wisst, es kommt ja manchmal so vor bei mir, dass ich auch ruhig mal meine Partner angreife. Wieso kommt immer sofort nach so verfickten Kampf ein Blitz, ey? Was ein Scheiß. So schnell kann doch kein Mensch reagieren. Und irgendwie habe ich das Gefühl, immer wenn ich ganz auf X drücke, dass dann Gegner kommen. Das ist ein Teufelskreis, ne? Eigentlich uninteressant, aber machen wir. Wo ist es denn? Da. Passt auf den Balljungen. Und dann greift er häufig genug an. Nein, falsche. Wieso ist er trotzdem schneller als der Junge, der mit Hass spielt? Was auch immer. Egal. Ja, egal. Nee, normal. Der ist irgendwie nicht so wirklich stark gegen den. Er trifft auch mal. Ein Wunder. Das höre ich bei FIFA häufiger. So, jetzt X drücken, weil könnte ja ein Blitz kommen. Ach, jetzt kommt... Ich hab X gedrückt, ihr Wichser! Kann doch nicht sein, Mann! Na gut, ist auch eine gute Geschichte, ne? Yeah.
Ha, wieso macht Waka jetzt so viel so wenig Schaden? Und er trifft wieder nicht. Der Kerl, der das ganze Spiel über kein Ekstasentyp gelernt hat, kriegt jetzt auf einmal 10 Ekstasetypen auf einmal. Geh mir weg mit euren Blitzen, Alter. Fick dich doch. Was ist das für ein Scheiß, ey? Ich drücke X und da steht ein Mann. Ich hab keinen Bock mehr gegen die Viecher, ey. Oh, er trifft. Dann ist okay. Dann habe ich nichts gesagt. Der macht mal wieder genug Schaden, dann geht's auch. Okay, dann habe ich doch nichts gegen die. Gegen den schon. Wie der Blitz bei dem aussieht, Alter. Basra. Probieren wir es mit dem mal wieder anzugreifen. Den trifft der komischerweise immer, aber wenn ich jetzt auf das grüne Fieder angegriffen hätte, hätte der nie getroffen. Wer hat jetzt... Nein, von mir war das keiner mit Blitz. Dann war das vom Wetter her. Was ein Pisser. Stirb, Motherfucker. A winning streak! Mit mir. Well, hello there. Would you like to hear about this place? Jetzt will er uns etwas erzählen. Bitte. Na gut, wir stehen unter einem Blitzableiter, okay. Habe ich ein anderes Mal gedrückt? Oh, okay. Erzähl ruhig. Very well. A long time ago, this place was a traveler's nightmare. Ist sie heute immer noch? Planes of lightning, planes of thunder. Those who cross are torn asunder. Also, they used to say. Ein Kaktus. Then a man by the name of Bilgen appeared. Using Machina, he built towers that served as lightning rods across the plains. Finally, travelers were able to cross in safety. Bilgen was building that tower over there. Okay. Fakt ist, irgendwer hat ganz viele tolle Blitzableiter aufgestellt. Fein. Vielleicht hört ihr jetzt, wie ich X drücke. Jetzt kommt natürlich kein Blitz. Dumme Pisser. Und tot ist sie. Egal. Lass die Schlampe ruhig sterben. Lass den ruhig auch sterben. Wir haben Phönixfeder. Ohne Ende. Nehmen wir erst Titus. Wobei, Lulu wäre schlauer gewesen, dann hätten wir das Vieh sofort töten können. Na, ihr wisst, ich bin nicht der Schlauste. Du hast es gebracht, Waka. 34 Punkte Schaden. Yeah. Jetzt ein Blitz einschlicht, erstmal auf Menü gehen. Und Potions verteilen, so viel wie geht. Sonst noch irgendwer? Nein.
Komm, wo ist der Blitz? Nein, natürlich kommen nochmal Monster. Und dazu noch ein richtiges, richtig fettes. Ja, alle auf den dümmsten, schwächsten. Jetzt hätte ich fast Tidus angegriffen. Aber auch noch fast. Bitte lass mich jetzt keine Blitzklinge ausgerüstet haben. Was war da nochmal? Was muss ich da machen? Achso. Wait. That's how it's done. Ne, ich glaube, ich habe eine Feuerklinge ausgerüstet. Good day. Hi there. Achso, die Olle von vorhin. Is it true? I heard that Maester Seymour and Lady Yuna are to be wed. It's such great news. I have to tell everyone. Ach, halt die Fresse, du dumme Sau. From the Guado. They were all very excited. Während der Hochzeit stürme ich dann da rein und schreie, nein! Yuna's gonna turn him. Keiner interessiert sich dafür. Oh, really? That's unfortunate. Erstmal schön verarschen. Well, I'm sure that people would have rejoiced all over Spira. Oh. Okay, wir stehen bei einem Blitzableiter, deswegen kann uns nichts passieren. Es sei denn, wir gehen hier rüber. So langsam gehen die mir hier alle auf den Nüsse. Let's end this. Okay, so weit so gut. Aber ihr könnt ihn jetzt auch mal langsam besiegen. Ach, der hat doch sich selbst vorhin Blitz eingesetzt. Wir haben ein gelbes Band. Diesmal bin ich ausgewichen. Selbst das hat den nicht getötet. Daran seht ihr, wie schlecht Tidus doch eigentlich ist. Ich sag nichts mehr. Ich sag einfach nichts mehr. Diesmal bin ich ausgewichen. Ach, falscher. Egal. Hauptsache nicht uns selbst angreifen. Nö, Wacker ist verwirrt. Er hat sich vor Verwirrung selbst angegriffen.
Es bringt mehr gegen Blitz als Wasser. Der ist immerhin tot jetzt. So, den trifft Tidus natürlich nicht. Oh, oh. Er hat sich mal konzentriert. Jop. Mein Bruder sagt, es wird langsam Zeit, diesen Part zu beenden. Ich freue mich auch darüber, weil dann können wir immerhin nicht mehr von Blitzen getroffen werden. Damit beenden wir dann mal hier den Part. Ciao.